Hallo, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder was auch immer. Mein Name ist Dirk van den Boom, dies ist mein Videoblog und das Thema meiner heutigen Episode ist Medical Science Fiction, medizinische Science Fiction. Worum geht es da? Ich kann zumindest schon einmal sagen, worum es nicht geht. Wir reden hier heute nicht über intergalaktische Doktorspiele, obwohl das möglicherweise auch ein Thema wäre, mit dem ich mich hier einmal auseinandersetzen sollte. Nein, medizinische Science Fiction ist das Subgenre in der Science Fiction, in der es um medizinische Fragestellungen, Probleme geht, meistens darum, dass irgendwelche Ärzte seltsame Seuchen, Erkrankungen oft bei außerirdischen Völkern zu kurieren haben. Oft sind diese Geschichten dann natürlich auch Anlass, um sich Gedanken zu machen als Autor über Fragen des interkulturellen Kontaktes. Erstkontaktgeschichten sind manchmal auch der Medical SF zuzuordnen. Im Großen und Ganzen funktionieren solche Medical SF-Geschichten ein wenig wie Emergency Room, sogar ein wenig wie die Schwarzwaldklinik manchmal. Dann natürlich auch das Setting etwa eines Hospitals, auch für zwischenmenschliche und die Beziehung zwischen Menschen und irgendwelchen Außerirdischen genutzt wird. Also im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie den Arztroman im Weltall, aber dann doch im Regelfalle ein wenig intelligenter, ein wenig komplexer und vielfältiger als solche Schmonzetten normalerweise sind. Ich möchte einiges an Medical SF heute vorstellen. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit wie meistens, aber dieses Subgenre ist dann doch um einiges begrenzter quantitativ als viele andere. Und es gibt einige Publikationen, an die denkt man sofort, wenn es um das Thema Medical SF geht. Und deswegen ist es auch nur folgerichtig, wenn ich mit dem klassischen Zyklus überhaupt beginne. Und das ist der Orbit Hospital Zyklus von James White. Ich halte hier den ersten Band der deutschen Übersetzung in die Kamera. Orbit Hospital ist sozusagen der Prototyp der Medical Science Fiction. Das Beispiel, das immer wieder als erstes genannt wird und sicher auch eine der besten Produktionen aus diesem Bereich. Orbit Hospital, also es geht um ein intergalaktisches Hospital und die dort arbeitenden Ärzte, Ärztinnen, Schwestern, Spezialisten aus aller möglichen, von allen möglichen Planeten, von allen möglichen außerirdischen Völkern. Und die verschiedenen Romane dieser Reihe, reihen dann Abenteuer aneinander. Manchmal friedliche Geschichten, manchmal auch welche, die durchaus einen kriegerischen Hintergrund haben. Aber im Großen und Ganzen eine Serie, durch die ein sehr überzeugender, humanistischer Touch sich hindurchzieht, weil sie eben doch ganz stark die positiven Aspekte dieser medizinischen Arbeit hervorstechen lässt, sich darauf konzentriert, im Grunde genommen ein sehr positives Bild zeichnet und deswegen einige sehr sympathische und lesenswerte Episoden zu bieten hat. Nicht alle Romane dieser Reihe sind von gleichbleibender Qualität. Auch da gibt es bessere und schlechtere. Ich will da im Detail gar nicht drauf eingehen. Bedauerlicherweise sind sie, soweit ich das sehen kann, in deutscher Sprache nur noch antiquarisch erhältlich. Aber immerhin erhältlich. Sie sind, soweit ich weiß, vollständig übersetzt worden. Bei Heyne erschienen vor einigen Jahren. Ich kann Orbit Hospital auf jeden Fall sehr empfehlen. Vor allem die ersten 1, 2, 3 Romane, so um den Dreh, haben mir ganz besonderen Spaß gemacht. Eine zweite Serie, die sozusagen das aktuelle Pendant zu Orbit Hospital ist, der Flaggenträger, der Bannerträger der Medical SF bis in die heutigen Tage, ist die Stardock-Reihe der amerikanischen Autorin S.L. Veal. Den ersten Band habe ich gerade in die Kamera gezeigt. Es handelt sich hierbei um eine Buchserie, um eine weibliche Ärztin, die ähnlich wie bei Orbit Hospital mit allerlei
Krankheiten, Situationen auf verschiedenen Planeten des hier beschriebenen Universums konfrontiert wird. Auch hierbei zeigt die Autorin vergleichbar zu James White eine große Fantasie, was die möglichen Wirrnisse und Fairnisse des Arztlebens im Universum angeht. Das ist zum Teil sehr spannend und anschaulich beschrieben. Es gibt allerdings auch, und das muss ich einschränkend sagen, einige Romane, in denen der Fokus auf die medizinische Handlung, auf die Frage, welche Krankheiten oder welche Umstände zu diesen Krankheiten geführt haben und so weiter und so fort, dass dieser Fokus manchmal verloren geht. Die Autorin, die sonst in den USA eher für also christliche Erbauungsliteratur bekannt ist, schweift manchmal ein wenig allzu stark in die zwischenmenschlichen Beziehungen ihrer Protagonistin ab. Dem wird ein etwas zu großer Raum geboten. Das gibt es natürlich auch bei Orbit Hospital immer wieder, aber es ist doch nur Beiwerk, es ist Hintergrund, es ist Nebenhandlung, es ist nicht der Fokus der meisten Romane. Diesen Fokus verliert die Autorin hin und wieder. Das scheint aber bei den Leserinnen und Lesern ganz gut anzukommen, denn es gibt eine ganze Reihe von Romanen, es sind über 12, soweit ich weiß, ich habe die genaue Zahl gar nicht im Kopf, ich komme selbst mit dem Lesen gar nicht hinterher, die erschienen sind, und sie schreibt auch noch fleißig weiter. Die ersten sind in deutscher Sprache erschienen, aber man ist hier in Deutschland nicht auf dem aktuellen Stand, was das angeht. Wer sich also wirklich für diese aktuelle Serie interessiert, wird auf die amerikanische Originalausgabe zurückgreifen müssen. Ja, Orbit Hospital ist ein Klassiker, Stardock ist das aktuelle Pendant. Gehen wir nochmal zurück zu einem Klassiker, den ich hier vorliegen habe. Und handelt es sich hierbei einen wirklich, wie soll man sagen, sehr alten Roman, eine alte Romanserie. Tatsächlich ist es eine Serie von Novellen des amerikanischen Autors Murray Leinster. Ich halte mal die E-Book-Version. Na, jetzt habe ich schon zu weit geklickt. Jetzt wollte ich eigentlich das Cover zeigen. Die E-Book-Version halte ich deswegen in die Kamera, weil, hier ist sie, bitteschön, Medship. Die E-Book-Version halte ich deswegen in die Kamera, weil diese Novellen in einer zusammengefassten und leicht bearbeiteten Fassung unlängst als Taschenbuch beim Bain Verlag erschienen sind. Was aber viel interessanter ist, ist die Tatsache, dass sie eben nicht nur auch als E-Book publiziert wurden, sondern dass dieses E-Book auch kostenlos in der Free Library des Bain Verlages zum Download bereitsteht. Ich habe in der letzten Episode zum Thema E-Books ja bereits auf die Existenz der Free Library hingewiesen. Und das ist ein schönes Beispiel für einen Roman, den man dort bekommen kann, ohne dafür etwas zu bezahlen, in allen gängigen Formaten. Medship, wie der Name schon sagt, da geht es um die Abenteuer eines interstellaren Rettungskreuzers, einer Rettungsambulanz im Weltall und einem Rettungssanitäter, einem Arzt, der zusammen mit einem außerirdischen Symbionten in der Lage ist, selbst die exotischsten Krankheiten zu kurieren, ihre Herkunft zu identifizieren und entsprechende Gegenmittel zu bereitzustellen. Eine sehr farbenfrohe, farbenprächtige Schilderung, manchmal aufgrund der Form, eben der Novellenform, etwas kürzer, knapper in der Darstellung, die Charakterisierung nicht ganz so tief, aber trotzdem eine tolle Sache, wenn man mal einen echten Klassiker des Genres Medical Science Fiction sich anschauen möchte. Ja, und zum Schluss noch ein Hinweis auf eine weitere Serie, den ich mir fast nicht verkneifen kann, der aber im Grunde unausweichlich ist. Ich habe ja bisher in meinem Blog tunlichst vermieden, allzu stark auf eigene Produktionen, eigene Romane hinzuweisen. Da mache ich jetzt mal eine kleine Ausnahme von, denn auch eine Serie, an der ich als Autor und Redakteur beteiligt bin, hat ihren Ursprung in der Medical Science Fiction. Diejenigen, die mich kennen, wissen, wovon ich spreche. Rettungskreuzer Icarus. Eine Serie, die 1999 mit Band 1 gestartet wurde.
In Kürze erscheint Band 46. Ich muss allerdings zugeben, dass im Grunde genommen bei Icarus der gleiche Vorwurf zutrifft wie bei den Romanen von Frau Wiehl, zumindest teilweise. Der Fokus, der anfangs noch stärker auf der Medical SF lag, der verliert sich im Laufe der Serie. Es wird mehr eine klassische Space Opera. Das, was als medizinische Science Fiction bezeichnet werden könnte, ist mehr Hintergrundrauschen. Es taucht immer wieder auf, es gibt immer wieder medizinische Problemfälle oder, ich sag mal, medizinische Aufhänger, um die Handlung weiterzubringen. Es ist aber ganz sicher nicht mehr nur der alleinige und bestimmende Fokus dieser Serie. Trotzdem, da es ansonsten deutschsprachig nicht allzu viel gibt, was man der Medical SF zuordnen könnte, dachte ich mir, dass eine Erwähnung durchaus passend sein könnte. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So viel zum Thema Medical SF. Die nächste Folge meines Blogs wird die letzte für das Jahr 2011 sein. Deswegen schon einmal an dieser Stelle der Hinweis, diejenigen unter euch, die entweder einen eigenen YouTube-Kanal haben, als Nutzer angemeldet sind, aber auch jene, die nur hin und wieder reinschauen, können meinen Kanal abonnieren und bekommen dann, wenn die jeweils neueste Ausgabe hochgeladen wird, automatisch eine Nachricht. Ein Service, den man möglicherweise nutzen sollte, wenn man wissen will, wann es denn nun weitergeht. Ja, so viel dazu. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.